Ich hoffe, du magst Chicken Curry mit Eissalat. Ist ein altes Familienrezept. Nathan! Fühlst du dich wohl? Oh ja, pudelwohl. Sehr schön. Sag mal, du hast keinen Jetlag? Nein, nein, mir geht's gut. Kann ich helfen? Nein, ist schon passiert. Tja, ich könnte doch schon mal den Salat vorbereiten. Dann sparst du dir die Arbeit. Du, was du nicht lassen kannst. Danke. Oh, besser geht's gar nicht. Wird dir schmecken. Nein. Nein. Lass mich. Oh. Nein. Oh. Hör auf damit. Nein. Zisch ab. Hey, May. Hallo, May. Hallo, Lucy. Warte, ich komm rüber zu dir. Na, wie geht's, mein Schatz? May, schön, dich zu sehen. Mir geht's gut. Und dir? Wie geht's eigentlich deiner Cousine? Ist sie wieder gesund? Nein, und ich bezweifle, dass sie das jemals wieder wird. Sie kann nicht mal mehr rechts von links unterscheiden. Sie scheint immer mehr ihren Verstand zu verlieren. So etwas dachte ich mir schon. Als ich sie zum ersten Mal sah, dachte ich mir, da stimmt was nicht. Ich finde so etwas total beängstigend. Ich verstehe nicht, warum ihre Eltern sie nicht endlich in eine Nervenheilanstalt bringen. So ein Mensch ist doch nur eine Belastung für alle Beteiligten. Ich weiß nicht, ich sehe das etwas anders. Stell dir mal vor, es wäre deine eigene Tochter. Klar, sie gesehen hast du ja recht, aber sobald Gefühle mit ins Spiel kommen, sieht die Sache auf einmal ganz anders aus. Na endlich, ich komme mit diesem verdammten Dialog einfach nicht weiter. Außerdem fände ich es besser, wenn wir aus dem Vampirpaar ein Psychopathenpaar machen. Das wäre zeitgemäßer. Ja. Ah, großartig. Was willst du? Was ist los mit dir? Du siehst wieder mal furchtbar aus. Entschuldige, Liz, ich habe letzte Nacht kaum geschlafen. Ich habe nur einen Untermieter. Und er hat die ganze Nacht wie ein Holzfäller geschnarcht. Es ist eine Sie. Ach, eine Frau. Genau, aber sie ist anders. Irgendwie anders. Was heißt denn anders? Anders als wer? Ellie, es ist nicht aber so, wie sie du scheint denkst. Dich zu beschäftigen. Also, was ist mit dieser Frau? Ich weiß nicht, ich kenne sie doch noch überhaupt nicht. Patrick, du lässt eine fremde Person bei dir einziehen, ohne auch nur das Geringste über sie zu wissen. Langsam glaube ich, du bist wirklich wie all die anderen Männer. Und ich bin zu müde zum Schreiben. Entschuldigung. Patrick? Ja? Patrick, ich will dich. Ich will, dass du es mir machst. Und zwar jetzt gleich hier. Stell dir vor, die anderen sind gar nicht da. Nimm mich. Oh, Baby, oh, Baby. Toll. Wo siehst du jetzt schon wieder hin? Da ist sie. Siehst du, da ist sie. Ach, und wie alt ist sie? 12? Ja, sie sieht sehr jung aus. Ich hoffe, du machst dich nicht strafbar. Sie ist alt genug, Ellie, wenn du das meinst. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich bin sicher, dass sie noch geschlafen hat, als ich aus dem Haus gegangen bin. Sie wird von deiner ewigen Türknallerei aufgewacht ich sein. Ich habe die Tür nicht zugeknallt. Du hörst es doch schon gar nicht mehr. Und ich weiß auch, woher das kommt. Das ist einfach deine unterdrückte Frustration. Ich mache mir langsam echt Sorgen um dich. Was willst du eigentlich unter deinem Käppi verstecken? Manchmal glaube ich, du hast irgendwie ein gestörtes Verhältnis. Wann warst du das letzte Mal beim Psychiater? Ich, wieso? Du übertreibst etwas mit deiner Mutterrolle. Warum bittest du nicht deine neue Flamme, sich zu uns zu gesellen, wenn sie dir schon bis hierher gefolgt ist? Ich habe kein Verhältnis mit ihr, okay? Und ich weiß wirklich nicht, warum sie mir gefolgt ist. Aber weißt du was? Ich werde sie jetzt einfach fragen. Eigentlich hatte ich vor, mit dir über das Buch zu reden und nicht über mein Privatleben. Hey, Olli! Wir sind hier, wir frühstücken. Komm, ich lade dich ein, setz dich zu uns. Warum hast du nichts gesagt? Dann hätte ich dich gleich mitgenommen. Olli? Ja, klar. Und wann sind Ihre Besuchszeiten? Und auch am Wochenende? Okay. Ja, ich bin seine Schwester. Wissen Sie, wie es ihm geht? Okay, danke. Ich komme dann persönlich vorbei. Hi, wie geht's dir? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine so saubere Wohnung gesehen. Danke. Nächste Woche putze ich. Ach was, ich mache das gern. Ich liebe jede Art von Hausarbeit. Und ich werde auch deine Wäsche waschen. Dich muss wirklich der Himmel geschickt haben. Sag mal, hast du mich nicht gehört, als ich dich vorhin gerufen habe? Wann soll das gewesen sein? Ungefähr vor einer Stunde in Santa Monica an der King's Road. Ich war da zum Frühstücken verabredet. Naja, ich hab dich drüben auf der anderen Straßenseite gesehen und wollte dich fragen, ob das du dich... Das kann nicht sein. Ich habe nämlich den ganzen Vormittag nicht einmal das Haus verlassen. Komisch. Echt komisch.
Ich hätte schwören können, dass du es warst. Dieselben Haare, selbe Kleidung. Sehr seltsam. Nein, 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 das kann nicht sein. Nein, ich war... Tut mir echt leid. Weißt du, ich... Sorry, aber ich habe nochmal ziemlich schlechte Augen. Das kommt daher, weil ich meist im Dunkeln schreibe. Ich kann mir auch keine Namen merken. Stimmt irgendwas nicht? Lass mich bitte nicht an! Alles klar. Schon gut, verzeih mir, ich wollte dir nicht zu nahe treten. Es ist nicht deine Show, Patrick. Ich muss mit New York telefonieren. Ich werde dir das Gespräch bezahlen, schon okay? Schon gut, kein Problem. Ich würde so lang vor die Tür gehen, dann bist du ungestört. Du kannst dir ruhig Zeit lassen. Lass dir Zeit. Hallo, Sie haben den Anschluss von Dr. Heller gewählt. Ich bin momentan nicht in der Praxis. Bitte hinterlassen Sie mir nach dem Signalton eine Nachricht. Dr. Heller, hallo, ich bin's, Holly. Hören Sie? Sie ist wieder da. Sie ist mir nach L.A. gefolgt. Ich weiß nicht, was sie diesmal vorhat. Ich habe Angst. Ich wollte dich nicht erschrecken. Schon gut. Über was schreibst du? Also, die Geschichte gibt's eigentlich schon. Ich habe sie nur etwas geändert. Ich versuche Frühstück bei Tiffany zu einem Horrorstück umzuschreiben. Ich weiß, hört sich nicht sehr originell an. Darf ich es lesen? Oh, ich gebe dir eine Story von mir, die schon fertig ist. Mein erstes Werk. Seite 39. Damals war ich noch auf dem College. Ich habe beim Kurzgeschichtenwettbewerb mitgemacht und dafür den ersten Preis bekommen. Ich war so naiv, ich dachte, damit hätte ich schon geschafft. Scheiße. Ich dachte, ich wäre ein zweiter. Truman Capote. Gefällt mir gut. Ich finde, du bist sehr talentiert. Die Story ist sehr romantisch. Ich bin sehr romantisch veranlagt. Es tut mir echt leid, dass ich dich heute Vormittag so angeschrien habe. Bitte sag, dass du mir deswegen nicht böse bist. Weißt du, ich ertrage es nicht, wenn irgendjemand sauer auf mich ist. Alles vergeben und vergessen, kein Problem. Wir haben alle von Zeit zu Zeit unsere Krisen und schnauzen andere dafür an. Ich bin zum Beispiel aus der Kirche ausgetreten, weil ich dachte, das ganze Leben sei ein Schwindel. Dabei lag es an mir. Hast du eigentlich einen Wagen? Ja. Nichts Großartiges, aber er fährt. Tja, weißt du, ich würde mir gern mal wieder das alte Haus ansehen, in dem ich groß geworden bin. Ich treffe mich dort morgen um 12 Uhr mit Mr. Wallace. Er ist mein Anwalt und ein wirklich netter Kerl. Er war ein guter Freund meines Vaters und ich wollte dich fragen, ob du mich hinfahren könntest. Ich meine, ich bezahle dir natürlich den Zeitausfall, sofern du überhaupt Lust dazu hast. Ich habe Zeit und Lust. Großartig. Schlaf gut. Weiß, sie gefällt mir am besten. Warum bewegt sie sich eigentlich nie? Keine Ahnung, vielleicht ist sie zu faul. Hey, Kate, komm, wir scheuchen sie Taumel mal auf. Macht sie nicht nervös, die wollen auch ihre Ruhe. Okay, alles klar. Was ist los? Sind die Cops hinter dir her? Wie kommst du denn darauf? Warum sollten die hinter mir her sein? Ja, wer weiß. War nur ein Spaß. Wo ist der Wagen? Ach ja, richtig, die Cops. Ich stand etwas auf der Leitung. Oh, hombre, seht euch dieses Fahrgestell an. Wollen wir einen verstecken, Baby? Was hast du gerade gesagt? Hier, ich hab hier was für dich. Holly, bitte steig ein, wir kommen zu spät. Du willst doch Mr. Wallace nicht warten lassen, oder? Hör zu, ich bin nicht diese Art von Freiwild.